Es geht jetzt weiter mit dem nächsten Programm. Und zwar haben wir ein Digital Yoga von Nina, was wir jetzt im Livestream mitmachen können auch tatsächlich. Aber vor diesem Livestream gibt es jetzt noch einen kleinen Einspieler. Ich wünsche euch viel Spaß und alle Teilnehmer in meinem Workshop. Wir sehen uns gleich. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ich hoffe, ihr seht mich. Ich mache das jetzt das erste Mal so in der Zusammenarbeit. Jetzt heute für Berner Digitaltag. Also besten Dank. Und falls etwas nicht klappt, schreibt mir so schnell in den Chat schreiben. Digital ist man immer noch ein bisschen anders unterwegs als live. Aber mittlerweile sind ja wir alle schon ein geübtes Team. Oder auch die meisten kennen da einige von euch. Ein warmes Willkommen von mir. Ja, aus dem Open Yoga Studio hier in Bern. Wir sind hier ein bisschen im Dunkel. Das ist aber so ein bisschen die Yoga-Stimmung, die wir auch verbreiten wollen, so das Entspannte. Ich würde sagen, weil wir nur eine halbe Stunde Zeit haben, was eigentlich für eine Yoga-Stunde relativ wenig ist, fangen wir doch gerade an. Wenn ihr keine Yoga-Erfahrung habt, ist es kein Problem. Ihr macht einfach das, was sich für euren Körper und euren Geist heute Abend gut anfühlt. Von dem her, ich komme ab und zu kurz zum Screen schauen, ob es noch Wünsche gibt oder sonstige Feedbacks. Und sonst würde ich mich einfach mal auf meine Matte begeben. Genau. So. Tipptopp. Ich könnte sonst geht auf eure Matte abhöckeln. Oder vielleicht seid ihr auch nicht auf der Matte. Das ist auch total okay. Auf einem Teppich oder sonst irgendwo, wo es gut gäbe geht. Einfach einen bequemen Sitz finden und für einen Moment die Augen schließen. Das Gute am digitalen Yoga ist so, dass man von überall relativ schnell kann zur Ruhe finden kann, was heute viel Wert hat, so in unserem Alltag und in all dem, was gerade im Moment auch abgeht an unseren Einflüssen. Darum nimm dir einen Moment Zeit, du kannst die Hände vor dem Herz zusammennehmen oder einfach die Arme ganz entspannt auf deinen Schoß, auf deinen Knien haben. Und dann nimmst du ein paar tiefe Atemzüge und zwar vom Becken bis nach oben zu deiner Kopfkrone. Atmest ein und mit der Ausatmung entspannst du alles, was du nicht musst anspannen. Erinnere dich immer daran, dass im Yoga eigentlich gibt kein richtig und kein falsch, solange es sich gut anfühlt. Für dich und deinen Körper. Wenn du hier nochmal tief einatmest, versuchst du den Bauch richtig schön zu entspannen, nach außen. Und dann tief und lang ausatmen. Alles ein bisschen entspannt, Schultern, Gesicht. Top. Und dann streckst du mal die Arme zur Seite aus, du kannst die Augen geschlossen behalten. Atmest ein, verschränkst deine Handflächen und ziehst dich ein bisschen in die Länge. Und zwar auch hier, schaust gut, das kannst du ein- und ausatmen. Richtig in die Länge ziehen mit der Ausatmung, stossest du dich so ein bisschen in die Rundung. Dreh mich kurz ab, dass du es ein bisschen besser siehst. Und zwar machst du so ein bisschen wie eine sitzende Cat-and-Cow-Bewegung. Mit der Einatmung in die Länge, alles so ein bisschen auseinanderziehen und mit der Ausatmung nochmal schön runden. In dieser halben Stunde, genau, so ein bisschen einen Einblick geben, vielleicht was Yoga für eine Auswirkung kann haben, auch nur eine halbe Stunde.
auf die Körper und auch ein bisschen auf die Ruhe. Mach das noch 2-3 Mal, so ein bisschen einfach dehnen, in die Länge ziehen mit der Einatmung. Und mit der Ausatmung machst du dich nochmal ein bisschen ründer oder ein bisschen geschmeidiger, so der Rückseite. Die nächste Einatmung streckst mal deine Hände nach oben und dann löst die Handflächen nach hinten auf und setzt dich so die Fingerspitzen hinter den Körper und dann ziehst du das Brustbein nach oben, lehnst dich schön zurück. Und je nach Körper, je nach Befinden, fühlt sich das gut an, kommst du ein bisschen tiefer oder bleibst du da, atmest nochmal ein, so in einer ersten kleinen Rückbeugung. Mit deiner Ausatmung nimmst du deine Handfläche vor dich und ziehst die entweder über die Knie, wenn das geht, oder sonst gerade auf deine Art und Weise in so einer Vierfüßer-Position. Die Vierfüßer heisst auch Cat and Cow, weil du die bei Rundung, bei Flexion vor Wirbelsäule ganz rund machst und so ein bisschen wie ein Katzenbuckel, wie das aussieht. Mit der Einatmung öffnest du dich nach vorne. Und versuchst du wirklich in dem Moment, egal wo du bist, egal wie dein Tag war, die Augen zu schließen und mit der Atmung dich zu bewegen. Das heisst, mit der Einatmung ziehst du dich in die Länge, das Brustbein nach vorne. Mit der Ausatmung machst du dich ganz rund und dehnst ein bisschen so zwischen die Schulterblätter, dort, wo sich eben vielleicht auch ein bisschen ansammeln kann, deine Spannung oder der Stress vom Tag, vom Alltag. Mach das noch 1-2 Mal, richtig schön runden. Dann kurz schauen, dass alles stimmt. Perfekt. Gut. Und von dort kannst du dich mit der nächsten Ausatmung etwas mehr verteilen auf der Matte oder auf dem Teppich oder wo du immer bist. Die Füße etwas weiter hinten, die Hände etwas weiter führen. Und dann atmest du grossflächig aus, schiebst dich weit nach hinten, Kopf ganz entspannt und mit der Einatmung rollst du nach vorne. Yoga ist eigentlich so, dass die Atmung deine Bewegung bestimmt. Das heisst, solange du einatmest, ziehst du dich ein bisschen die Länge. Kleine Cobra und atmest wieder aus, schiebst dich zurück, weit zurück, bis in deine Child's Pose. Kopf entspannt, Schulter entspannt. Roll dich nochmal nach vorne, runde Wirbelsäule, ganz so feine, schmeidige Bewegungen. Atmest ein, das Brustbein öffnen und dann nochmal ausatmen. Stoss dich weit zurück ins Gesäß, zu deinen Fersen, Kopf entspannt. Einmal rollst du ganz rund nach vorne. Und atmest dann ein. Bleib das mal auf dem Boden. Fingerspitzen kannst du ein bisschen weiter auseinander aufsetzen, wenn man es gut sieht. Fingerspitzen auf dem Boden. Und dann ziehst du die Länge in so eine kleine Cobra oder in eine kleine höhere Cobra. Mit der Ausatmung lass dich wieder sinken. Kopf entspannt. Und dann noch einmal rollst du dich auf, Länge finden. Und auch wenn das jetzt nicht perfekt überkommt, oder vielleicht wenn du das erste Mal bei mir Yoga machst, muss ich immer so ein Kennenlernen, Yoga-Lehrer oder Lehrerin und Praktizierende. Darum nimmst du einfach Zeit, hier die Bewegungen zu üben, die sich für dich gut anfühlen. Nimm noch einmal so eine schöne Bewegung, rollst die Schultern zurück und dann atmest du aus, nimmst deine Handfläche noch mit die Schultern, setzt deine Zehen auf und schiebst dich zurück und zwar so in einen abwärts schauenden Hund. Auch genannt so Downward Facing Dog. Man verwendet nur recht viel so englische Ausdrücke. Versuchst hier ganz schön die Rückseite lang zu halten und ein paar Mal die Beine strecken und Knie beugen. Und du kannst die Knie so fest beugen, wie es sich gut anfühlt. Fast so ein bisschen wie abhöckeln auf den Knie. Und gut ein- und ausatmen. Es fühlt sich vielleicht am Anfang noch nicht ganz frei an, wenn so die Beine ein bisschen, die Rückseite ein bisschen eng ist. Atmest einfach einmal, zweimal nochmal. Schön über die Unterrücken, bis in die Zehen, bis in die Fersen. Top. Und dann laufst du nach vorne, vielleicht beugst du die Knie noch viel mehr. Laufst bis zu deinen Handflächen. Die Knie schön beugen, so richtig, so, dass du den Oberkörper hängen und die Ellbogen schön sinken. Und dann ein paar Atemzüge in der Vorwärtsbeuge, Kopf ganz entspannt. Versuchst mal für einen Moment die Augen zu schließen und richtig so den Kopf. Lass der schwerste Punkt werden von deiner ganzen Haltung. Jetzt einfach richtig so wie ein Anker, der sich schön nach unten bewegt. Du kannst gerne ein bisschen die Knie beugen, kannst noch ein bisschen mehr die Ellbogen bewegen, von rechts nach links. Und vor allem nochmal am Kopf sagen, für einen Moment
ich einfach ausschalten und ein bisschen entspannen. Wenn du jetzt schon länger Yoga übst oder wenn sich das gut anfühlt, kannst du deine Handflächen mal greifen, hinter dem Körper verschränken, Knie beugen und dann die Arme schön über den Körper sinken, den Kopf so schwer wie es geht. Und auch noch hier ein, zweimal vielleicht auch so ein bisschen in die engeren Strukturen der Schultern, immer schön mit der Atmung. Gut. Von dort kommst du in die Mitte, löst deine Hände auf, kannst die Knie schön beugen, einatmen in so einen geraden Rücken und ausatmen, Kopf entspannen. Fokus hier auf der Atmung, jede Einatmung zieht dich in die Länge, Brustbein kommt hoch und atmest tief und langsam aus, Kopf entspannt, das Gesicht entspannt. Dann mach noch zwei von diesen Einatmen, so einen geraden Rücken, Ardha Uttanasana, Sanskrit, und ausatmen, Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Nimmst noch das letzte Mal eine tiefe Einatmung in die Seite und den Bauch und atmest noch mal vollständig aus. Und dann streckst du die Arme über die Seite oder nach vorne und streckst dich in die Länge. Ich hoffe, dass man nicht sieht, sonst rutscht du da noch kurz zurück. Mit der Ausatmung nimmst du die Hände vor dem Herz zusammen. Mach das nochmal gut, auf der Matte aufsetzen, einatmen, Arme ausstrecken und ausatmen, Hände vor dem Herz sinken. Das nächste Mal atmest du ein, ziehst alles in die Länge, lehn dich vielleicht sanft zurück, sodass es sich gut anfühlt für das Brustbein, für den Unterrücken und dann atmest du vollständig aus, mach dich nochmal rund. Der Einatmung machen wir so einen Sonnengruß, lauf deine Füße zurück. Vielleicht hast du das auch schon mal gemacht, wo du den Ablauf kennst. Dann auf die Knie für die erste Runde, machen wir zwei Runden. Knie, Bauch gut anspannen, bring das Brustbein zwischen deine Hände und nimm eine erfrischende Einatmung hier. Schön in deine kleine Kobra, das Brustbein ziehst hoch. Mit der Ausatmung kommst du zurück, setz deine Zeile auf und schieb dich nochmal zurück in deine Ausgangsposition in abwärtsschauenden Hund. Nimm zwei oder drei tiefe Atemzüge hier. Schön in durch die Nase und aus der Nase oder durch den Mund. Genau, noch einmal einatmen. Und einmal vollständig und tief ausatmen. Und mit der nächsten Einatmung schaust du nach vorne und laufst Schritt für Schritt nach vorne. Versuchst die Hände so lange auf der Matte zu behalten, wie es geht. Vielleicht kommen sie dir auch an dein Schienbein. Mit der Einatmung ziehst du dich in die Länge und mit der Ausatmung nochmal alles entspannen. Einatmen, schwing deine Arme über die Seite oder nach vorne, streck dich bis nach oben und atme dann alles aus. Bring die Hände vor dem Herz zueinander. Verankere dich gut durch deine Zehen. Wir nehmen noch eine Runde einatmen. Und eine tiefe, lange Ausatmung bringt dich wieder nach vorne. Einatmen, schau die Länge in die Mitte. Ausatmen, Hände gut aufsetzen, immer volles Bewusstsein in dem Moment, wo du bist, von der du ins Brett kommst. Und jetzt schön den Unterbauch reinziehen. Vielleicht kommst du nochmal auf deine Knie. Oder, wenn du heute noch keine Liegestütze hast gemacht, kannst du nochmal in ein flaches Brett kommen. Und von dort die nach oben ziehen, in einen kleinen Upward Facing Dog. So quasi die Gegenbewegung vom Down Dog. Mit der Ausatmung schiebst du noch einmal schön zurück. Und kommst dann gut auf deine Knie. So, von dort. Rechte Hand bleibt unter deinen Schultern. Streck dann die rechte Zehe zur Seite nach hinten. Und dein linke Bein in Verlängerung. So, dass du in einer schönen Linie bist für deine ganze linke Seite. Und dann kannst du deine linke Hand ausstrecken nach oben. Vielleicht drehst du dich noch ein bisschen mehr. Versuchst den Nacken ganz entspannt zu haben und dein Gesicht entspannt. Wenn du jetzt magst, bleibst du hier und so schiebst du deine Hand weit über den Körper, ohne zu fest die Schulter anziehen, sondern schön ein bisschen Platz lassen im Schultergelenk. Und dann atmest du zwei, drei Atemzüge schön so entlang von deiner ganzen linken Seite. Du kannst auch die Augen schließen und die richtig gut der Einatmung noch ein bisschen verlängern. Gut, mit der Ausatmung kommst du von dort hoch. Und zwar hebst du dich gerade so in eine asymmetrische Position, streckst mal deine Arme aus und lehnst dich mit deiner linken Hand zu deinem linken Bein, ziehst die andere Seite, nämlich die rechte Länge
Auch hier kannst du weiter oder mehr nach oben ausstrecken. Das linke Bein ist ganz gestreckt. Und recht wenig Gewicht auf deinem linken Bein. Gut, wieder ausatmen. Rechte Hand kommt langsam zurück. Linke Hand kommt zurück. Bring dann das Knie nach innen. Und komm nochmal in eine kleine Cat and Cow Position, wo du einatmest. Und wo du tief ausatmest. Gut, wir wechseln die Seite. Ich drehe mich nochmal kurz um. Drehst deine linken Zehen nach außen, streckst deinen rechten Fuß nach hinten, rechte Hand nach oben ausstrecken und auch von dort, wenn du magst, entweder bleibst oder du ziehst deine Hand weit über den Kopf. Und vor allem dann nochmal Fokus auf die Atmung, mit der drei, wo du am meisten Dehnung spürst oder ein bisschen Platz kannst schaffen in deinem Körper. Und das geht schlussendlich auch viel im Yoga. Du willst eigentlich Platz von innen schaffen. Für die Atmung, aber auch für neue Visionen oder Ideen. Gut, mit der Ausatmung Bauch anspannen, ziehe deine rechte Hand auf und stell deine rechte Hand so ein bisschen Richtung rechts Bein. Linke Hand ziehst du hoch, atme mal gut ein. Und mit deiner Ausatmung kommen beide Hände nach unten. Bring dir beide Knie zur Mitte. Und nimm noch einmal schöne Einatmung in deine Mitte, Herz öffnen. Und tiefe Ausatmung. Gut, und von hier ziehst du deine Knie weg von der Matte. Kurz ein bisschen Bauch atmen. Ziehst den Bauch noch ein bisschen mehr rein. Schnaufst gut durch. Gut, ist nicht jedem oder jeder ihre Lieblingsposition. Aber manchmal tut es gut, ein Bauch zu arbeiten. Vor allem auch für die Zentriertheit und Gemittetheit. Von dort rollst du dich nochmal nach vorne, komm in dein Brettchen. Setzt vielleicht noch einmal die Knie auf für deine Cobra und öffnest deine Hüfte, genau, richtige Länge. Mit der Ausatmung setzt du das Brustbein auf, nimmst du deine Handfläche nach hinten, den Körper verschränkst du nochmal und kommst so ein bisschen höher im Brustbein. Wenn du magst, kannst du auch deine Zehen heben und ausstrecken, sonst behaltest du deine Füße auf der Matte und ziehst deine Hände nach vorne, nach hinten. Den Kopf, Kopfkrone ziehst du nach vorne, behaltest den Nacken lang. Gut. Und dann versuchst du zweimal gut zu schnaufen, so eine kleine Herzöffnung. Kannst du dich gerne ein bisschen bewegen von rechts nach links. Schön in der Nase. Und Ausatmung durch die Nase oder durch den Mund. Gut. Mit der Ausatmung setzt du die Hände auf, unter deinen Schultern. Setzt die Zehen auf. Und höckle dich zurück auf deine Zehenspitze. Nur wenn das geht, wenn das unangenehm ist, kommst du auf deine Fäste. Von dort, Option 1 ist so die Hand auf den Unterrücken nehmen, das Brustbein öffnen und zurücklehnen. Option 2, kannst du deine Fingerspitze absetzen und dann richtig so schön das Herz nach oben ausstrecken. Für einen Moment nach vorne schauen oder wenn es sich besser anfühlt, Nacken sinken und die Augen gehen entlang von deiner Nase schauen. Und sonst bleibst du hier, streckst das Herz noch etwas höher. Ganz kräftige Arme, atme noch mal gut ein. Immer, wenn man nicht mehr so mag oder kann, ist es eigentlich die Atmung, die etwas fehlt. Atme noch einmal ein. Mit der Ausatmung ziehst du den Bauch hinein, das Kinn zum Brustbein und streckst dich dann noch mal in die Abwärtsschwung. Und perfekt. Ich sehe dich zwar nicht, aber ich spüre, es kommt gut. Tipptopp. Streck dein rechtes Bein nach oben aus. Einen schönen Ausfallschritt. Setz deinen Fuß auf zwischen den Händen. Vielleicht bist du viel wandern am Wochenende bei diesem schönen Wetter. Dann tut der oder die Dehnung noch recht gut. Du kannst dein Knie aufsetzen, kannst den hinteren Fuß entspannen. Und zwei, drei Mal vielleicht läufst die Hände mit, atmest aus. Das vordere Bein muss nicht ganz gestreckt sein. Hier die Wirbelsäule entspannen. Mit der Einatmung kommst du nach vorne, kannst auch gerne deine Arme ausstrecken, wenn sich das gut anfühlt. Und dann ist mit deiner Ausatmung die Hände aufsetzen, ziehst das Becken zurück, Kopf entspannt, und die Lippen, der Kiefer ganz entspannt. Atme noch einmal ein, streck dich weit nach oben, zieh die Länge und atme aus, setz deine Hände auf. Streck nochmal das Bein zu dir. Nächste Einatmung. Komm auf die Vorderfuß. Setz dein hintere
Seil auf und stoße den rechten Fuß zurück in die Abwärtsschwung und roll die nach vorne, komm auf deine Knie oder nimm ein tiefes Brett, einatmen in deine Cobra. Ausatmen, Zehen aufsetzen und wir wechseln die Füße. Nimm eine grosse Atmung, streck deinen linken Fuß Zehen hoch nach oben, vielleicht kommst du auf deine rechte Zehenspitze und mit einer Ausatmung linken Fuß zwischen deinen Händen, rechts Knie aufsetzen. Einatmen. Und alles, was so ein bisschen Vorwärtsbeuge ist, ist eigentlich Fokus auf deine Ausatmung, auf das Geerdete. Einatmen. Nach vorne öffnest du. Vielleicht auch mit den Händen. Ja, und dann wieder ausatmen. Vorderseite schließen. Ausatmen und das Gesicht entspannen. Genau, mach das noch einmal, streck dich nach vorne aus, Brustbein hoch, vielleicht auch das Knie heben und von dort ausatmen, Hände aufsetzen, Vorderbein ausdehnen, die linke Rückseite vom Bein. Setz die Hände auf, setz dein hintere Seil auf, wenn es noch nicht dort ist und komm nochmal in die Abwärtsschwung und von dort auf deine Knie in ein Brett und in deine Cobra. Gut, mit der Ausatmung schiebst du dich zurück. Und zwar das mal, kannst du wie so ein bisschen deine Knie kreuzen oder deine Beine und höckelst dich nach hinten ab. Genau. Tipptopp. Ich hoffe, du bist noch da und ich hoffe, alles gut. Genau, man ist ja eigentlich irgendwie verbunden, obwohl das es eben nicht im Studio ist, oder? Anders, same, same, but different. Legst dich auf die Rücken ab, kannst ganz bewusst so nochmal im Bauch ein bisschen entgegenhalten, die schön abrollen über dein Steißbein. Und dann streckst du dich für einen Moment in die Länge. Du kannst auch nochmal deine Beine strecken, die Arme ausstrecken. Und die wirklich schön in die Länge ziehen. Du spürst auch ein bisschen auf der Matte so die Form von deiner Wirbelsäule, nämlich dass vielleicht nicht jede. Nicht jeder Teil von deiner Wirbelsäule die Matte berührt. Dann nimmst du deine Hände neben den Körper, setzt die Füße schön unter deinen Knien auf und hebst dein Becken in eine Brückposition. Die Arme können ganz entspannt mal neben deinem Körper sein, Handflächen nach oben oder nach unten. Schließt vielleicht deine Augen und schaffst die schön in deine Vorderseite. Wenn sich jetzt etwas nicht so gut anfühlt in deinem unteren Rücken, kommst du ein bisschen tiefer runter oder entspannst das Gesäß ein bisschen mehr. Manchmal hat man fast ein bisschen zu viel Spannung noch im Gesäß. Gut, atme noch ein, zwei Atemzüge in die Länge. Gut, abstoßen durch deine Füße, das Becken noch ein bisschen mehr heben. Gut, und dann langsam abrollen, Wirbel für Wirbel, bis du auf deinem unteren Rücken bist. Moment, neutralisieren von Wirbelsäule, nimm deine Knie ganz breit und nimm je eine Hand auf deine Knie, vielleicht mal fährst du ein bisschen im unteren Teil vom Rücken. Tipptopp. Gut. Machen wir eine zweite Runde, setzen mal deine Füße ganz nach unter deine Knie auf, oder besser gesagt nach dem Gesäß. Atmen noch einmal ein. Option, du könntest schon mal versuchen, deine Handgelenke zu verschränken unter dem Körper und dann schön wie ein bisschen die Schulter unter dem Körper laufen, dass der Nacken noch länger wird. Und dann stossst du in deine Füße, deine Fersen, aber auch gleichmäßig an die Innenseite und die Aussenseite vom Fuß und ziehst die ganze Länge. Genau, das Knie entspannt, streck dich noch mal ein bisschen höher. Gute Bauchatmen. Und dann ausatmen, löse dich noch einmal nach unten bis auf die Rückseite von deinem Rücken. Das noch, entweder mal die Knie breit, so in einer Pranasana, oder du nimmst mal deine Aussenkante von den Füßen. Also innen durch vom Bein, Aussenkante vom Fuß greifen und dich dann so in ein Happy Baby bewegen. Und zwar kannst du dich ein bisschen von rechts nach links, wie so ein bisschen Rollen von Wirbelsäule, von Seite zu Seite. Schultern versuchst du recht entspannt zu haben. Wenn es unangenehm ist für den Kopf, ist es meistens ein Zeichen, dass du eine Decke unter den Kopf nehmen kannst, dass der Kopf nicht gegen hinten abknickt.
Von dort behaltest du jetzt das rechte Bein bei dir und das linke Bein streckst aus. Und dann greif dein rechte Knie zum Brustbein und nimm für einen Moment das Knie zu deinem Knie oder den Kopf. Genau. Atme dann ein, bleib so mit dem Knie zum Brustbein oder streck dein rechte Bein ganz aus. Und zwar versuchst du irgendwie, weil du kein Gewicht auf dem Bein hast, schön die Fersen auszustrecken und die Beine zu dir ziehen. Du kannst oberhalb oder unterhalb vom Kniegelenk greifen. Gut, richtig schön die Länge ziehen. Schultern nochmal entspannen, das Gesicht entspannen. Gut. Tipptopp. Dann wechselst du nochmal die Seite. Links Knie zu dir ziehen, rechts Bein ausstrecken. Bring ganz kurz und sanft den Kopf zum Knie, Schultern bleiben entspannt. Und dann einatmen, wechselt richtig, bring dein linke Bein nach oben, streck die Fersen mal schön aus, zieh deine Zehen zu dir und dann greifst du am Ober- oder Unterschenkel, so dass das Bein kannst in die Länge strecken. Atme auch hier noch einmal ein, noch einmal aus. Und dann streckst du das linke Bein aus auf der Matte. Und ich bin eigentlich die, die mich kennen, mache ganz gerne ein langes Shavasana. Das kommt jetzt heute definitiv etwas zu kurz. Aber wir holen es sicher bei einer oder der anderen Gelegenheit nachher. Shavasana ist die Endentspannung im Yoga, die eigentlich nicht so zu kurz kommt. Darum bin ich jetzt gerade ruhig. Leg die Hände auf den Bauch, dann auf den Körper und nimm ein paar Atemzüge. Ganz entspannt. Schließe deine Augen. Und einfach wahrnehmen, was präsent ist in deinem Geist oder auch in deinem inneren Auge. Und wirklich alles, was du nicht musst, anspannen, ist ganz entspannt und weich. Vielleicht nimmst du einen Moment vor Dankbarkeit, hier auf dem Mattli bist oder auf dem Teppich oder auf dem Boden. Das ist ein bisschen erst Zeit genommen für dich, dass es so wichtig ist, dass man auch oft ein bisschen zu kurz kommt, dass du gut schaust und dich gut erdest und zentrierst. Nimm noch 5 bis 10 Atemzüge, je nachdem wie schnell du atmest, in deinen Unterbauch. Schön einatmen durch die Mitte und tief ausatmen auch durch die Mitte. Einfach mal vollständig und alles einatmen. Und vollständig und alles ausatmen. Genau, vielleicht noch einmal so viel wie kannst du in deine Handflächen atmen. Einatmung bringt immer den Bauch noch ein bisschen nach außen. Und Ausatmung bringt alles wieder zurück zur Mitte. Und die letzten 2 Atemzüge tief in deinen Unterbauch. Und vollständig aus durch die Nase oder durch dein Maul. Gut, dann nehmen wir eine letzte lange Einatmung bis in den Unterteil vom Bauch. Und eine tiefe, lange Ausatmung. Mit deinen Augen geschlossen kannst du ein Knie nach dem anderen wieder zum Brustbein greifen, so wie vorher, so wie ein kleines Päckchen machen. Und die dann zu deiner Seite abdrehen, vielleicht dort auch nochmal 1-2 Atemzüge nehmen. Richtig entspannte Atemzüge. Dann halt wieder dort aufhöckeln, so in einen Sitz. Geht in einen Sitz, der für dich gebig geht. Und wenn ich nicht, aber ich hoffe, dass die alle wieder erwachen. Und sonst bleiben sie natürlich gerne noch ein bisschen liegen. Du kannst die Handflächen vor dem Herz nochmal zusammenbringen. Die Augen vielleicht ganz entspannt geschlossen, die Schultern entspannt. Atme nochmal vollständig ein durch die Mitte und atme eine tiefe Ausatmung aus.
der kannst du dich ein bisschen nach vorne lehnen. Danke dir selber für deine Zeit und ich danke euch von ganzem Herzen, habt ihr mitgemacht bei diesem ganz kurzen, aber auch schönen Yoga. Ja, das war bekannt Gesichter, freut mich mega. Genau, wenn ihr Fragen habt, meldet ihr mich über den Chat oder auch sonst. Und sonst freue ich mich, euch zu sehen, mal bei einem Online-Yoga oder auch sonst bei einer Gelegenheit. Ich wünsche euch ganz einen schönen Abend. Bleibt gesund und schaut euch gut zum ein Erden in diesem Alltag. Es kommt alles gut. Bis bald. Ja, Nina, Lugipil, merci vielmals für die wunderbare Yoga-Session. Ich musste leider drinnen hocken, das heisst, ich selber nicht können, teilnehmen dran. Aber jetzt eine Frage an dich. Du bist mit Open Yoga eines der ersten Berner Yoga-Studios gewesen, die während dem Lockdown auf Digital Yoga hat umgestellt. Wann hast du das entschieden und wie schnell ist das gegangen, die Umstellung? Also genau, zuerst mal das Open Yoga ist ja als Team, genau, wir haben das als Team beschlossen oder beziehungsweise unser super Studio-Chef, der Dominik, der hat eigentlich recht schnell reagiert. Ich glaube, wenn man hat gesehen, dass es ein bisschen länger geht, ist es eine super Lösung gewesen, umstellen, weil einfach möglichst unkompliziert und schnell viele Leute können gleich Yoga weitermachen und für das sich wirklich auch ein bisschen in diesem Chaos und im Alltag, der auch nicht ganz einfach ist im Homeoffice, sich ein bisschen zu bödeln und wieder zurückzukommen zu dem, was wichtig ist. Trotzdem ist der Spirit der gleich in der Gruppe, wie jetzt, wenn ich da allein vor dem Computer bin. Was hast du das Gefühl? Einerseits ist es sicher schön, wenn man Yoga machen kann und die Leute alle sieht und auch spürt, gerade physisch neben sich. Was aber meine Erfahrung ist, dass es eigentlich auch schön ist, geht über Zoom, eben, dass man die Leute sieht oder die Namen sieht und sich gleich auch verbunden fühlen kann, definitiv online. Und von dem her, die Energie hat eigentlich keine Grenzen. Merci mal für die Ausführung und nochmal merci für die wunderbare Yoga-Session. Ich wünsche dir alles Gute, schönen Abend. Danke, dass du das hast gemacht für uns.